Meine Damen und Herren, liebe Besucher und Besucherinnen, ich darf Sie ganz, ganz herzlich zum heutigen Abend begrüßen, zum Vortrag im Rahmen unserer großen Retrospektive zur niederländischen Künstlerin Jacqueline de Jong. Und natürlich grüße ich ganz herzlich Axel Heil, soeben on point eingetroffen und unter uns. Ganz wunderbar. Ja, einige von Ihnen werden ihn bereits kennen. Ich habe gemeinsam mit Ihnen die Ausstellung Mondjäger, Nathalie Djurberg und Hans Berg im Dialog mit Aska Jorn konzipiert. Ebenso haben wir gemeinsam die Ausstellung hier von Jacqueline de Jong entwickelt. Axel Heil erkennt sowohl Aska Jorn wie auch das Werk und Wirken von Jacqueline de Jong seit über 30 Jahren und verfolgt dieses. Er ist Kurator, Künstler, Autor und seit knapp über 10 Jahren Professor für experimentelle Transferverfahren und Artistic Research an der Staatlichen Akademie in Karlsruhe. Er ist Herausgeber der Monographiereihe Future of the Past, die sich auf Künstlerinnen der 1960er Jahre konzentriert. Betrachtet man das Themenspektrum seiner Essays, es reicht von Picasso bis zu Paul Thiek, von John Armleder bis zu einer ganz jungen Generation an Künstlerinnen. Er hat Ausstellungen unter anderem für das Folkwang-Museum in Essen konzipiert, für das ZKM in Karlsruhe, für das Jorn-Museum in Silkeborg. Ich könnte es weiter ausführen, möchte Ihnen jedoch nur einen kurzen Einblick geben, nicht natürlich ohne das letzte große Ausstellungsprojekt von ihm zu erwähnen, das vielbesprochene Projekt zu Abi Warburgs Bilderatlas, das er gemeinsam mit Roberto Ort und dem Abi Warburg Institut umgesetzt hat, das im HKW, im Haus der Kulturen der Welt in Berlin zu sehen war, in der Bundeskunsthalle in Bonn und in der Sammlung Falkenberg in Hamburg. Nun aber zu Jacqueline de Jong, der Vortrag. Er trägt den wunderbaren Titel Letzte Lockerung, letzter Kuss. Ich kann so viel verraten, dass er sich primär auf die ja, sehr bewegten 1960er Jahre und Jacqueline de Jongs Werk und Wirken konzentrieren wird, vor allem in den Fokus rücken wird, ihre Accidental- und Suicidal-Serie, jene Bildserie, von der wir viele Arbeiten auf der dunklen, dunkelgrauen Wand auf der gegenüberliegenden Raumseite platziert haben und die Sie bestimmt schon auch im Detail genau betrachtet haben. Ich habe kurz in seine PowerPoint-Präsentation geblickt, mit großer Freude. Sie verspricht viele Überraschungen, viele Seitensprünge und ich freue mich sehr darauf. Axel, ich übergebe von Herzen gerne das Wort an dich und freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein kann und erneut einen kleinen Exkurs in die eigenartigen Bilderwelten beisteuern, der sich nicht unbedingt auf den ersten Blick erschließt, wenn man diese, wie ich finde, sehr, sehr komprimierte, aber gleichzeitig auch unglaublich
konzise Ausstellung anschauen kann, nicht nur in diesem Stockwerk, sondern auch eins drüber. Und natürlich nicht zu vergessen die Möglichkeit, die Sie unten haben. Und falls Sie noch nicht die Chance hatten, den Film anzuschauen, den Sie unten sehen können, zu Jacqueline de Jong, wo sie auch selbst zu Wort kommt, das möchte ich Ihnen unbedingt ans Herz legen. Das ist eine einmalig tolle Situation, dass Sie das hier anschauen können. In Gullen, so hat man mir berichtet, war es 1960 relativ ruhig. 27 Häuser. Es ist nicht so weit weg, oder? Haben wir Besucher aus Gullen? Die hätten jetzt vielleicht sagen können, es ist ein bisschen besser geworden, wir sind jetzt 41 Häuser. So verändert sich das. Als Jacqueline de Jong Ende der 50er Jahre die Idee entwickelt, dass sie ein Leben führen könnte, was vielleicht irgendwas mit Kunst zu tun hat, hat sie, wie viele junge Menschen, die 16, 17 Jahre alt sind, wie ich auch, maximal eine vage Vorstellung von dem, was da auf einen zukommen könnte. Man hat eigentlich nur lauter Hoffnungen, man hat lauter Wünsche und man hat unheimlich viele Klischees im Kopf. Und das war 1956, 57 mit Sicherheit nicht anders, wie das heute ist. Nur die Ausgangssituation war eine ganz andere. Es gab nämlich nicht so eigenartige Begriffe wie Selbstoptimierung. Es gab nicht so eigenartige Begriffe wie Traumaforschung. Es gab nicht so eigenartige Begriffe wie, seit Sonntag kennen wir das Wort, Wohlstandsverlust. Das gab es nicht. Aber es gab einen Wahlkampf und dieser Wahlkampf hieß unglaublicherweise keine Experimente. In Amsterdam gab es diesen Wahlkampf nicht. Und Jacqueline de Jong war sich nicht so sicher, ob sie lieber Schauspielerin werden wollte oder Tänzerin oder vielleicht doch lieber Künstlerin, was 1956 bedeutete, Malerin zu werden. Und was sie sehr, sehr gut kannte, weil sie das Glück hatte, in einem Elternhaus aufzuwachsen, in dem sie von Anbeginn an immer mit Kunst umgeben war. Die Eltern von Jacqueline de Jong hatten aber nicht Kunst des 19. Jahrhunderts gesammelt oder Kunst der klassischen Moderne, das hätte man sich vielleicht noch vorstellen können, sondern sie hatten mit relativ bescheidenen Mitteln die Kunst der unmittelbaren Gegenwart gesammelt. 1952, 1953 haben sie Kunstwerke gekauft von Künstlern, die damals 28, 27, 30 Jahre alt waren. Und diese Künstlerinnen und Künstler, die kamen auch zu denen ins Haus. Das heißt, die jugendliche Jacqueline de Jong sieht diese Menschen, die diese Sachen machen, die da so eigenartig bunt und schwer verständlich an der Wand hängen. Das ist eine ganz, ganz besondere Ausgangssituation. Und die muss man deswegen an den Anfang stellen, weil sie eben so besonders ist. Weil es eine Ausgangsposition ist, die ein Kind in Gullen nicht hatte. Und die das Kind in Gullen vielleicht auch heute nicht hat. In Ravensburg wollen wir das mal hoffen. Und es gibt noch viel, viel mehr Kinder auf der ganzen Welt, die haben überhaupt keine solche Ausgangsposition. Und die bekommen die vielleicht auch gar nicht. Die haben nicht die Chance, überhaupt dieses Idealbild, Künstlerin werden zu wollen, entwickeln zu können, wenn sie 12, 13, 15, 17 Jahre alt sind. Das ist eine lange Vorrede, aber sie soll uns zu dem ersten Bild führen. Dieses Bild ist vor allem zwei Sachen nicht. Es ist kein Bild von Jacqueline de Jong.
Und es ist vor allem auch nicht nur ein Bild von dem Künstler, unter dessen Namen es heute läuft. Es ist eine sogenannte Modifikation und der Künstler heißt Asger Jorn und das Bild heißt L'Avantgarde se rend pas. Die Avantgarde kehrt nicht zurück. Es ist ein Bild von 1961, aber eigentlich ist es natürlich ein viel älteres Bild. Denn das Bild, was wir unter dem letzten Bild sehen, ist ein Bild aus dem 19. Jahrhundert, das dieser Künstler übermalt hat. Warum stelle ich ein Bild von einem anderen Künstler hier an den Anfang? Weil die Situation, die wir in Mitteleuropa hatten, in der Malerei, Ende der 50er, zu Beginn der 60er Jahre, eine ganz, ganz besondere Zwischensituation war. Es gab nämlich eine unglaubliche Veränderung. Die Künstler haben bemerkt, dass der Mittelpunkt der Kunstwelt sich verschoben hat. Der Mittelpunkt der Kunstwelt war nicht länger Europa, war nicht länger Paris, sondern in den letzten 10 Jahren war die zentrale Stelle, an der sich die Fragen der Kunst verändert, erweitert und komplett auf den Kopf gestellt haben, der hatte weit über den Atlantik stattgefunden. Der hatte in New York stattgefunden. Und die Künstlerinnen und Künstler in Mitteleuropa hatten die Problematik, dass sie eigentlich zum ersten Mal damit konfrontiert waren, dass sie ein Informationsdefizit hatten. Sie wussten nicht mehr über alles so genau Bescheid. Noch zu Beginn der 50er Jahre, Ende der 40er Jahre, hat das ganze Geschehen der Kunstwelt in Mitteleuropa auf einer Fläche von vielleicht 10 Quadratkilometern stattgefunden. An einem guten Samstag hatte man alle wichtigen Galerien in Saint-Germain-des-Prés anschauen können. Wer schnell war und die Sachen, die ihm nicht gut gefallen haben, gar nicht angeguckt hat, hat es in 3 Stunden geschafft. Wenn man 1958 informiert sein wollte und vor allem wissen wollte, was macht die Avantgarde, hätte man über den Atlantik fahren müssen. Und es war 1957 in einem sehr guten Fall eine Schiffsreise. Und die Schiffsreise war, wenn sie gut war und wenn sie einigermaßen bezahlbar war, 12 Tage. Die 8-Tage-Passage hat sich nicht jeder leisten können. Ein Flieger schon gar nicht. Und dort drüben, auf der anderen Seite der Welt, da hat eigentlich das Geschehen stattgefunden. Und die europäischen Künstler wussten eine Sache ganz genau. Die Avantgarde, das, was sie alle sein wollten, die kommt nicht zurück. Und die Übersetzung von L'Avantgarde se rend pas seit einigen Jahren heißt The Avantgarde does not surrender. Und das ist in den Zeiten, in denen wir heute leben, natürlich nochmal eine ganz spezielle Metapher, weil Avantgarde ist ein Begriff, der aus der Kriegsmetaphorik kommt. Avantgarde bedeutet die Truppe, die als erstes vorne weggeht. Es sind die, die auskundschaften müssen, was da vorne passiert. Wo stehen die anderen? Wo steht der Feind? Was ist das, was wir machen müssen? Was ist das, was wir machen können? Aber was das Heer auf keinen Fall opfert, das Heer, was irgendwo dahinter steht, das ist sozusagen seine sogenannte Vorhut. Also die, die auskundschaften, wie man sich am besten verhält. Das darf das Heer nie opfern. Und jetzt heißt dieses Bild hier, oder soll heißen, die Avantgarde ergibt sich nicht. Das hat Asger Jorn aber nicht gemalt, im Gegenteil. Er hat gesagt, sie kommt nicht zurück. Und er hat sogar als Däne in Paris das Nö einfach weggelassen. Weil eigentlich müsste es natürlich heißen, ne se rend pas. Das hat er einfach gestrichen. Oder er hat gesagt, naja, stellen wir uns die Mauer vielleicht ein bisschen größer vor, dann hätte ich da noch ein bisschen mehr Platz gehabt. Es kommt nicht so drauf an. Die Information reicht. Es heißt aber nicht, ergibt sich nicht, und das ist die eigentlich wichtige Botschaft, sondern sie geht da nach vorne und dann ist sie weg. Sie löst sich auf. Sie kommt nie zu diesem Heer zurück. Sie führt diesen Kampf gar nicht. Und das ist der Grund auch, warum ich dieses Bild hier nach vorne gestellt habe. Weil
das, was wir an Entwicklung die letzten 60 Jahre in der zeitgenössischen Kunst haben, das, was wir heute Contemporary Art nennen und was wir vielleicht jetzt seit Beginn des Jahres Post-Pandemic Art nennen, das ist der ganz große Wahnsinn im Moment. Post-Pandemic Art. Whatever that may be. Wir werden es ja sehen. Sie haben sicher auch schon von den vielen Ausstellungen gehört, wo man jetzt Abbildungen von Menschen mit Masken sieht. Das werden wir jetzt ein paar Jahre anschauen müssen. Viel entscheidender ist, diese Avantgarde, dieser Anspruch, vorne zu sein und zu wissen, was jetzt vielleicht interessant sein könnte. Mit was müssen wir uns beschäftigen? Das werden wir nicht einlösen und wir werden es auch nicht unbedingt sagen und wir werden auch nicht unbedingt Rechenschaft ablegen über das, was wir tun. Und wenn wir in solche theoretischen Fragestellungen reinkommen mit dem allerersten Bild, dann merken Sie schon, es geht nicht mehr nur darum, ein Bild zu malen und eine Botschaft zu senden, sondern es geht darum, dass wir alle als Beobachter und als Betrachter von dem Bild auch bereit sind, ein Stück weit mitzugehen mit diesem Bild. Es reicht nicht nur, das Bild anzuschauen und zu sagen, naja, ist jetzt ein Bild, da ist ein Mädchen drauf, wenn Sie es vielleicht erkennen können, das Mädchen hat ein Sprungseil in der Hand, das ist auch noch eine entscheidende und wichtige Metapher. Es ist nicht nur irgendein Bild, was übermalt ist, sondern es ist ein ganz besonderes Bild. Das Mädchen hat ein schönes Kleid an, man könnte sagen ein Sonntagskleid. Und das Mädchen hat vor allem noch was, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen können bei dieser Situation, ja, es hat ein Schnurrbart. Gender, hey! Das bedeutete 1961 noch was anderes als heute. Es war noch ein Zeichen für was anderes. Es war nämlich eine interne Anspielung und einige von Ihnen kennen das bestimmt, die berühmte Mona Lisa mit dem Schnurrbart. Also nicht nur die Mona Lisa, sondern die Mona Lisa mit dem Schnurrbart. Und die Mona Lisa, das wissen Sie alle, war ja kein Mädchen, was hier das Kleid angelassen hat und vielleicht gerade sonntags kurz verschwunden ist, um ein bisschen Springseil zu hüpfen nach dem morgendlichen Kirchenbesuch. Also auch dieses Kind hier ist auf einem anderen Weg, als was wir ihm eigentlich zuschreiben. Und dass es vor dieser Mauer steht, auf der irgendwas draufgeschrieben ist, ein Graffiti, auch den Begriff gab es 1958 noch gar nicht. Es gab den Begriff Sgraffito. Das bedeutete, was reinritzen in eine Mauer. Und das gab es natürlich viel. Das kannten alle Kinder in den 50er Jahren in allen großen Städten. Sie sehen aber noch zwei Sachen. Sie sehen nämlich hier ein kleines Männchen. Da sehen Sie so einen Kopf mit so einer Hand, die ist ausgestreckt. Und Sie sehen da oben so eine kleine Vogelfigur. Also der Mensch, der auf diese Mauer hinter dem Kind was draufgeschrieben hat, hat auch wieder ein Idiom verwendet. Er schreibt nämlich so ein eigenartiges Wort wie Avantgarde mit so einer sehr, sehr speziellen, sehr genauen Bedeutung. Aber das, was er uns an Bildzeichen als Illustration dazu liefert, sind zwei Zeichen, die eigentlich aussehen wie Kinderzeichnung. Und das ist auch ganz wichtig. Weil es bedeutet nämlich, dass dieses sehr schön gemalte, wahnsinnig gut gemalte Porträtbild von diesem Mädchen eine ganz andere Bedeutung erfährt, wenn das Bild aktualisiert ist. Und 1958 macht Asger Jorn eine Ausstellung, die heißt Modification, und es geht darum, dass er Bilder aktualisiert. Er zeigt nicht nur ein solches Bild, er zeigt eine ganze Ausstellung mit alten Bildern, die er neu überarbeitet. Und jetzt sagen Sie zu Recht, er spricht schon mehr als 10 Minuten über Asger Jorn. Das ist leider so. Es ist aber spielentscheidend, um diesen ganz schnellen Schritt zu machen, damit Sie eine Idee davon bekommen,
mit welcher Windeseile und welcher unglaublichen Fortune und mit welcher unglaublichen intelligenten Auffassungsgabe diese junge Frau aus Hengelo innerhalb von noch nicht mal 3 oder 4 Jahren zu genau dieser Avantgarde aufschließt. Als einer von ganz, ganz wenigen, vielleicht waren es 10, vielleicht waren es 12, vielleicht waren es 15 junge Künstlerinnen in den 50er Jahren, die überhaupt die Chance hatten, innerhalb von so einer ganz, ganz kurzen Zeiteinheit diesen riesigen Sprung in der Entwicklung zu machen und Mitte der 60er Jahre genau da zu sein, wo alle sein wollten, nämlich ein Teil genau dieser Avantgarde, die nicht mehr zurückkommt. Und wenn Jacqueline de Jong bis heute nicht zurückgekommen ist und immer noch als Avantgarde durchgeht, dann haben Sie hoffentlich so eine kleine Andeutung davon, warum jemand wie ich und warum jemand wie Ute und viele andere von dieser Arbeit, dieser Künstlerin nicht nur total überzeugt, sondern warum wir sie enthusiastisch vorstellen. Weil es einfach outstanding ist. Und weil wir heute in der Lage sind zu sehen, wie es möglich war, Avantgarde zu sein, ohne sich von einem irren Mainstream, von einem irren Kunstmarkt, von diesem Gesellschaft des Spektakels korrumpieren zu lassen, sondern 60 Jahre das zu machen. Und wenn man will, das zu machen. Und wenn man will, das zu machen. Und wenn man will, Sprungseil zu springen. Es ist fast unvorstellbar und es ist als Leistung, als künstlerische, als Haltung, als sich nicht von irgendeiner Seite bestechen zu lassen, sich nicht darauf einzulassen, einem schnellen Erfolg hinterherzugehen, einem leicht verkauften Bild, einer toll erscheinenden Ausstellung, sondern einfach immer zu versuchen, möglichst nahe bei sich selbst zu bleiben, möglichst nahe bei den anderen Künstlerinnen und Künstlern zu bleiben, die man gut findet. Das ist diese große Leistung. Eines der Bilder, die ich Ihnen besonders vorstellen möchte, ist dieses Bild und es heißt Rush Hour oder L'Heure Pile. Und besonders an diesem Bild ist nicht nur, dass es ein besonderes Bild ist, ein großes Bild, ein Querformat. Das Besondere ist vor allem, Sie können es hier sehen. Es hängt hier hinter der Wand. Besonders ist schon allein, dass eine europäische Künstlerin einen zweisprachigen Titel auf ein Bild schreibt. 1965, das gibt es eigentlich nicht. Es gibt auch gar nicht so wahnsinnig viele Künstlerinnen und Künstler, die 1965 in der Lage sind, zweisprachige Bildtitel einfach mal so hinten aufs Bild zu schreiben, die in der Lage wären, den auch in Italienisch hinten drauf zu schreiben oder in Holländisch oder zur Not auch in Dänisch. Jacqueline de Jong sprach schon in den späten 50er Jahren 5 europäische Sprachen fließend. Ein sensationeller Ausgangspunkt. Und für alle Künstler war das natürlich hochattraktiv. Nicht nur, weil sie eine interessante junge Künstlerin vielleicht hätte werden können, das wusste ja 1960 niemand, aber sie war eine intelligente, schlaue, aufmerksame junge Frau, die mit allen sprechen konnte. Sie war die Einzige, die mit allen sprechen konnte. Das war sie nicht mehr. ...1956 findet in London eine Ausstellung statt, die hat einen Titel und zwar heißt der This is Tomorrow. Ein Künstler, der diese Ausstellung mit eingerichtet hat, war Richard Hamilton. Und Richard Hamilton war auch ein sehr, sehr
besonderer Künstler, ein besonderer Mann, der nämlich Bilder gemacht hat, die die Welt gezeigt haben, wie sie morgen hätte sein sollen. This is tomorrow. Bitte? Diese Collage, die Sie da sehen, ist im Original nicht sehr groß. So groß vielleicht wie früher eine Schallplatte. Und das Verrückte war, dass obwohl das eine weltberühmte Collage war, war es noch möglich, dass die in den späten 60er Jahren von einer deutschen Sammlung, nämlich der Sammlung Zundel in Tübingen, gekauft werden konnte. Ein Blatt, was heute die Tate Gallery gerne hätte oder das MoMA oder gleich das Metropolitan Museum. Jeder hätte dieses Blatt heute gerne, weil es wie wenige andere für diese Zeit steht, für diese 50er Jahre. Und es ist ein bisschen schade, dass das ein bisschen klein ist, das Bild, aber ich zeige Ihnen einfach zwei Sachen, die da entscheidend sind. Wir haben hier nämlich eine Decke und diese Decke ist dunkel, schwarz und da haben Sie so eine halben angeschnittene Situation hier. Und ich muss Ihnen erzählen, weil Sie es glaube ich nicht erkennen können, es handelt sich um ein Stück Mond. '56 ein Stück Mond als Himmel in eine Collage zu kleben, ist schon This is Tomorrow. Da sind wir von Herrn Armstrong und Herrn Buzz Aldrin noch weit entfernt. Wobei mir persönlich immer, ich war immer großer Michael Collins Fan, das war der Typ, der angeblich außen rum geflogen ist, um die wieder aufzusammeln, also der dritte Mann, der nicht auf den Mond durfte, der einzige von der Apollo 11, der nicht auf den Mond durfte. Der musste ja sicherstellen, dass die anderen zwei wieder, Sie kennen die Geschichte. Aber 1956, also wenn wir jetzt über Avantgarde sprechen und wir uns heute mit so einem eingebildeten Supermann wie Elon Musk beschäftigen müssen, der auch noch von der gleichen Geschichte spricht und meint, er wäre wahnsinnig Avantgarde. Eigentlich verfolgt dieser Mann, und er ist jetzt ja auch schon über 50, nur Ideen, die es vor 60 Jahren auch schon gab. Was wir hier aber noch sehen, ist so eine Art Bodybuilder, der so eine Art Tennisschläger in der Hand hat. Dass unsere Nationalmannschaft in wenigen Monaten nach Katar fahren muss, ist selbst so einem Mainstream-Fußballer wie Herrn Müller ein bisschen unwohl dabei. Er durfte jetzt ja vor einer Woche irgendwie erklären, dass das jetzt nicht, also sie fühlen sich nicht so wohl dabei, dass sie da hinfahren müssen. Ein Fußballer, der da hinfahren muss, der kann nicht Avantgarde sein. Das ist auch ein Unterschied zu Künstlern. Die müssen da nämlich nicht hinfahren. Wie verworren das System war, in dem sich die Künstler zu der Zeit befinden. Das sehen Sie an diesem Blatt, auch ein ganz kleines Blatt, im Original ziemlich genauso groß wie die Collage von Hamilton. Ein paar Jahre später entstanden die sogenannte Spurspirale. Aufmerksame Beobachter dieses Hauses kennen das natürlich. Und auch das war eigentlich nur ein Seitenfüller auf der letzten Seite einer Zeitschrift. Aber hier zeigt sich auch, dass diese jungen Künstler, diese Künstler aus München, auch die hatten die Fragestellung der Orientierung und auch die hatten die Fragestellung, wo ist die Avantgarde, was machen wir morgen? Die eigentliche Avantgarde, nämlich der Typ, der diesen Schnurrbart in die Mona Lisa gemalt hat, das war nochmal ein ganz anderer. Und das war die Super-Avantgarde sozusagen. Das war dieser Künstler hier, Marcel Duchamp, der was Unglaubliches gemacht hat. Der hat nämlich einen Teil von einem Fahrrad auf einem Hocker montiert. Das Fahrrad war beweglich, man konnte es anschubsen. Und nicht nur das Fahrrad war beweglich, sondern das Fahrrad war nicht nur in der Narbe beweglich, sondern es war auch hier beweglich. Also es gab nicht nur diese Bewegung, sondern
wenn man es so angekickt hat, wie er es angekickt hat, hat sich auch das Rad, während es sich so bewegt hat, auch noch um die eigene Achse gedreht. Etwas, was ein Fahrradrad eigentlich nicht kann. Man hat sich dann in den 20er Jahren angewöhnt, so etwas ein Ready-Made zu nennen. Und was ist denn Ready-Made anderes als ein Objekt, was einfach aus der Wirklichkeit kommt? Es ist ein Objekt, was ein Stück weit per Akklamation, aber vor allem durch das Herauslösen aus der Wirklichkeit zu einem ganz besonderen Objekt wird. Das Fahrradrad muss auftauchen, wenn wir uns um Rush Hour bemühen wollen, weil hier natürlich auch ein Fahrrad auftaucht. Es wird hier so verstohlen aus dem Bild geschoben. Das Bild heißt Rush Hour, und wenn Sie jetzt die Größenanteile des Fahrrads im Verhältnis zu den drei Autos nehmen, na, wo muss ich denn hin? Ich muss hier hin. Ne? Es ist doch schwieriger, als man denkt. Ich habe normalerweise ein anderes Gerät in der Hand, muss ich hier leicht umlernen. Ne? Also hier sehen Sie die drei Autos. Die bilden nicht nur eine Schlange, sondern die bilden so einen kleinen Auffahrunfall. Hier sehen Sie die Räder. Aber die Fläche, die das Fahrrad einnimmt auf der Leinwand, ist nicht viel kleiner wie diese drei Autos. Berliner Verkehrspolitik. Ja? Das ist auf jeden Fall Avantgarde, ja? Dass so viel Platz für das Fahrrad da ist wie für die drei Autos. Und das Fahrrad wird wenigstens noch aus dem Bild geschoben. Die Autos sind schon Unfall, da passiert schon nichts mehr. Ja? Ein weißes, ein rotes und nochmal so ein schwarz-weißes. Und dieser Fahrradfahrer, das finde ich auch toll, der fährt ja gar nicht Fahrrad, der schiebt sein Fahrrad. Also in der Rush-Hour ist echt so viel los, dass das mit dem Fahren nicht so richtig gut funktioniert. Auch das kennen die Fahrradfahrer von Großstädten gut genug. 1457 Unfälle von Fahrradkurieren für Lieferando, Gorillas und in Berlin. Stand jetzt am Wochenende in der Zeitung. In einem Jahr. Hat sich nicht viel geändert. Wenn Sie sich vorstellen, einige von Ihnen haben das erlebt, 1965, der Verkehr, also von heute aus muss man sagen, gab es damals Verkehr? Die Idee dieser Ausstellung, This is Tomorrow zu nennen, hatte ihre Ursprünge. Und eines davon war dieses kleine Flugblatt, ein Propagandacomic aus den späten 40er Jahren. Und Sie sehen da hinten so eine amerikanische Flagge, die hinter diesen Flammen auftaucht. Da unten sehen Sie eigenartig verstrickte Menschen, die irgendwie davor wegrennen. Die haben wahnsinnig Angst hier, diese Leute, weil die Frage, die hier gestellt wird in diesem Flugblatt, ist, was für eine riesige Angst müssen wir haben in Amerika oder in Europa vor diesem schrecklichen Kommunismus? America under Communism, ne? Das war die Ausgangsposition. Und auch da muss man sagen, dem Is This Tomorrow, das This Is Tomorrow entgegenzusetzen. Hier, diese Welt, in der es alles Mögliche zusammengibt, in der wir so eine Art Wohnzimmer haben, wo oben drüber der Mond ist, war schon ein paar Jahre später ein anderes Modell. Die Sorge, dass wir es hier mit großen Fragen zu tun haben, die gibt es hier natürlich schon genauso, wie es die heute gibt. Und wenn Jacqueline de Jong 1962, da ist sie gerade mal 24 Jahre alt,
macht sie schon eine internationale Zeitschrift. Sie sehen sie auch an der Gegenwand in der Ausstellung. Dort finden Sie diese Collage und in dieser Collage finden Sie hier so eine Art Sprechblase. Und ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, aber in dieser Sprechblase steht drin, heute, today, Zeit und Spur. Zwei Sachen, die wir nicht so richtig haben heute. Niemand hat mehr Zeit und wo es hingehen soll oder welche Spur wir verfolgen, das wissen wir auch nicht so richtig. Die Antwort war aber schon im nächsten Heft nicht der Situationist Times, aus dem dieses Blatt ist, sondern in einer anderen Zeitschrift, nämlich der International Situationist, der Zeitschrift der Freunde und Weggefährten, von denen sich Jacqueline de Jong im April 62 gerade losgesagt hatte. Und dort finden wir diese Collage, in der sehr sauber reingetextet wurde, heute Abend Spektakel zu Hause. Das kennen wir auch alle. Das ist really Avantgarde, weil Spektakel zu Hause, das hatten wir jetzt gerade auch in großer Fülle. Und weil Zeit und Spur ja so wichtige Sachen sind, nehmen wir jetzt ein bisschen schnellere Fahrt auf. Zumindest der Michael weiß, dass die Extended Versions auch 3,5 Stunden gehen können und so lange müssen Sie aber nicht da bleiben. Was Sie hier sehen und was hier so groß kommt, damit Sie es gut lesen können, ist ein sogenannter Papillon, ein kleines Flugblatt, ein Mini. Heute sagt man Flyer dazu. Davon gab es Tausende in Paris und wenn Sie als junger Mensch mit der Frage konfrontiert sind, ob Sie glauben, dass Sie Genius haben und eine brillante Intelligenz, dann dürfen Sie sich bei uns melden. Dann wissen Sie, mit welcher Art von Herangang diese Gruppe unterwegs ist, die diese Flyer verteilt. Hier fühlte sich Jacqueline de Jong unbedingt angesprochen. Abteilung Spur. Wie findet man seinen Weg? Wie findet man als junge Künstlerin, wie findet sie ihren Weg? Man findet ihn nicht, man muss ihn suchen. Und selbst wenn man Pablo Picasso ist und in einem Interview sagt, ich suche nicht, ich finde, was er im Übrigen ja nie gesagt hat, weil er hat es ja auf Spanisch gesagt, dann hat man Vorbilder und dann hat man Modelle. Dann hat man Objekte, an denen man sich orientiert und dann hat man Fragestellungen, die man irgendwie interessant findet, dass sie zu verfolgen wären, in dem, was man vielleicht mal als eigene Arbeit deklarieren könnte. Und was Sie hier oben sehen, ist ein Bild, was im Original noch viel größer ist, also ungefähr so lange. Respektive, es geht auf der Seite eigentlich weiter, muss ich fairerweise sagen. Es geht da weiter. Und das Bild heißt Canale oder Canal Grande Crescente und war das größte Bild, was die Gruppe Spur, der dieses Museum einen Großteil seines Daseins widmet, was diese Gruppe Spur in Italien bei einem sehr reichen Grafen malen konnte. Und das Bild ist deswegen auch so interessant, das können Sie nicht sehen, das muss ich Ihnen erzählen, ist, dass es eigentlich ein Zwei-Ebenen-Bild ist. Sie haben hier ein Bild auf der Wand und vor diese Wand geschaltet hängt quasi wie so eine zweite Ebene, die davor geschaltet ist. Was Sie sich aber leicht vorstellen können, ist, dass es sich dabei um ein Bild handelt, was auf so einer Verschiebetechnik letztlich beruht. Ich bin in der Lage, mir das vorzustellen, dass dieses grüne Band, was vielleicht der Canal Grande sein könnte, dass der in diesem Crescente dieser Stadt, also Venedig, das Bild wurde für den Palazzo Grassi gemalt, auch heute wieder ein Museum, ein Bild, das sie, wohl halt, stimmt gar nicht, falsch, es wurde nicht für den Palazzo Grassi gemalt, dass ich hier nichts Falsches sage, es wurde dort nur, es war fürs Privathaus eigentlich gemalt, wurde dort dann nur ausgestellt. Und heute existiert nur noch die grünen Elemente.
Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Moment, dass das auch hier zu sehen sein könnte. Wäre schön, sich das vorzustellen. Es ist nämlich eigentlich nur alle paar Jahre mal mehr oder weniger zufällig zu sehen. Den roten Anteil da hinten, also Venedig, haben wir heute nicht mehr. Wir haben nur noch den Canale Grande. Den haben wir aber ordentlich voll mit allem Möglichen. Im Pazifik bewegt sich ein Strudel mit Kunststoff. Der ist 800 Mal so groß wie Venedig. Kann man googeln. Das, was Sie hier unten sehen, ist sozusagen das Modell für dieses Wandbild. Das ist ganz klein, das ist wieder so ein Flyer. Wieder aus der Zeit der Situationisten. Und er wendet sich jetzt nicht mehr an die Leute, die offenbar den Genius sowieso haben, sondern er sagt schon ganz klar, Freunde, wenn ihr hier mitmacht, dann seid ihr Produzenten. Ihr müsst euch als Produzenten verstehen. Ihr arbeitet in einer Warengesellschaft. Wir können uns nicht ausschließen, als Künstler sind wir Teil eines unausweichlichen Stromes von Objekten. Und was kann das anderes sein als Malerei? Es gibt in den 60er Jahren in der Avantgarde eigentlich nur zwei Generalwege. Der eine führt sozusagen weg vom Bild. Es ist das Jahrzehnt des Happenings und der Performances. Es ist das Jahr, in dem Piero Manzoni sogenannte weiße Leinwände produziert. Es ist der Moment, wo Yves Klein diese wunderbaren blauen Bilder macht, wo er von einem Pilaster eine Einfahrt ins Leere springt. Le Vide wird ausgestellt, die Leere. Also es gibt die beiden Möglichkeiten. Entweder ich zeige das Leben, das volle, pralle Leben, oder ich zeige so wenig wie möglich. Wenn ich so wenig wie möglich zeigen will, wäre es gut zu wissen, wo das Wenige nicht ist. Was die Situationisten sich ausgedacht haben, insbesondere Guy Debord, ist dieser eigenartige Plan von Paris, nämlich da, wo eigentlich die Rush Hours stattfinden. Also da war doch ordentlich Verkehr. Und was Sie hier sehen, sind sozusagen Andeutungen von Verkehrsströmen. Und wie ich mir habe sagen lassen, wenn Sie eine wahnsinnig avancierte Stadtplanung in Süddeutschland haben, dann ist das Maximum der Gefühle der Planungssicherheit, die Sie auch 2022 noch haben. Da gibt es dann Menschen in den Planungsämtern, die machen immer noch Pfeile mit Post-its in aufgeschlagene Stadtpläne, die man sich hat ausdrucken lassen. Diese großen, wunderbaren Bildwände kennen wir nur aus dem TV und da auch nur von den Sendungen mit dem FBI oder dem MI5. Die gibt es nicht in süddeutschen Großstädten. In diesen Straßen sind Sie also unterwegs. Was Sie hier aber finden wollen, ist eben nicht gerade den Auffahrunfall, sondern es geht natürlich um das, um was es immer geht. Es geht darum, dass wir das finden, wofür wir vielleicht auf diesem Planeten unterwegs sind. Und dass wir dafür einen Stadtplan brauchen. Ob Tinder das schafft? Wir haben Anfang der 60er Jahre eine ganz besondere Situation. Wir haben nämlich einen beginnenden Kunstmarkt. Und es wird auch immer wieder vergessen, dass die Künstler sich ja nicht nur im Atelier bewegen, die Künstlerinnen und Künstler, und da irgendwie fleißig vor sich hinarbeiten und nicht so genau wissen, was sie machen sollen, sondern sie sind natürlich immer auch gleichzeitig ein Teil in einem System von Angebot und Nachfrage. Ein Teil einer Warengesellschaft. Und nicht unbedingt ein Teil einer Warengesellschaft.
Weil wenn es ums Verkaufen geht, ist nicht immer alles wahr und nicht alles sieht immer so aus, wie das, was uns glauben gemacht wird, was wir da vielleicht erwerben sollen. Und die Situationisten, Guy Debord, sagt, wir müssen nicht nur diese kommerzielle Kunst verlassen, wir müssen vor allem auch die Anti-Kunst verlassen. Wir müssen auch die Attitüde verlassen, dass wir eine Kunst machen, die nur so tut, als ob sie Anti wäre. Dépassement l'anti-art. Wir müssen nicht nur gegen die Kunst sein, die wir machen. Wir müssen eigentlich gegen alle Kunst sein, weil das, was wir als Kunst machen oder was wir sagen, was vielleicht Kunst sein könnte, ist ohnehin das Leben. Jean Dubuffet hat da eine ganz klare Auffassung davon. Die Stadt ist auch richtig voll. Und Sie sehen auch hier bei Jean Dubuffet in der Straße, hier ist die Straße ungefähr, da sehen Sie drei Vehikel, die so hintereinander, das hier ist ein Reise, ist ein Bus und das hier sind die Häuser in dieser Stadt. Und auch er sagt 1961 schon, dass der Kommerz ordentlich prosperiert. 1961 kommt ein Film in die Kinos von Jacques Rivette. Der heißt Paris nous appartient. Paris gehört uns. Es war natürlich auch ein Rip-Off. Es gab einen Vorgänger, der hieß Paris gehört niemand. Paris belongs to no one. Das war der Slogan, der dem voransteht. Und er hat 3 Jahre gebraucht. Das ist ein kleiner Film, einer der ersten Filme der Nouvelle Vague. Und in diesem Film hat jemand wie Jean-Luc Godard einen Auftritt und Claude Chabrol tritt in einer Nebenrolle auf. François Truffaut ist auch aufgetreten, der wurde aber nicht, der hat keinen Credit bekommen, weil er hatte das Geld gegeben und wollte das nicht. Und die Cutterin war Denise de Casabianca, die viele Filme der Nouvelle Vague geschnitten hat. Und was Sie hier sehen, ist ein Typ, der nicht auf der Straße läuft, sondern der auf so einem Dach läuft. Da war nämlich noch Platz. Und was suchen die da in diesem Paris? Die suchen natürlich die Liebe. Und wie sieht denn die Liebe aus als Abbildung in Paris der 50er und 60er Jahre? Sie sehen 2 Bilder von Ed van der Elsken und der macht ein Buch darüber, 1956. Das heißt Liebe in Saint-Germain-des-Prés. Und da sehen Sie zum ersten Mal in einem Fotobuch tatsächlich seitenweise sich küssende Paare in Lokalen und Bars. Wie wir heute wissen, waren das aber nicht irgendwelche Leute, die er da fotografiert hat, sondern es waren die, die die Flyer geschmissen haben mit dem, es waren die Lettristen, ne? Weil es hat sich ja nicht jeder da fotografieren lassen und man konnte ja auch nicht in jede Bar gehen und hätte jemand getroffen, weil sich in der Bar zu küssen war 1956 moralisch ungefähr genauso schwierig wie heute wieder. Und Ed van der Elsken hat natürlich noch was mit dem ganzen Spektakel zu tun, weil der hatte natürlich auch schon ein paar Jahre vorher bei der Gruppe Cobra ordentlich mitgemischt. Also was wird verhandelt? Sie kennen alle, da gehe ich mal davon aus, dieses Bild von Gustav Klimt. Es ist nur wenige Wochen her, hat der Finanzdirektor des Belvedere in Wien die Frontseiten der Kunstmagazine gefüllt, weil er gesagt hat, wir haben so viel Geld verloren in der Corona-Krise, in diesem Supermuseum da in Wien, wir müssen jetzt was tun, wir haben ein Loch von 18 Millionen, glaube ich, war die Zahl, und wir machen da jetzt eine kleine Blockchain, wir machen so NFTs da draus, jeder kann ein kleines Stückchen von diesem Bild kaufen und hat dann einen Kuss von Gustav Klimt Element
Und das Bild eignet sich natürlich wahnsinnig toll dafür, weil das ist ja aus lauter kleinen Elementen. Also wenn man mich gefragt hätte, was für ein Bild zerschneiden wir in lauter kleine Elemente, hätte ich gesagt, 100 Wasser. Aber 100 Wasser ist ja Gustav Klimt, insofern. Das Gute ist, dass Sie nicht das Originalbild zerschneiden. Das ist aber auch das Einzige, was gut ist. Das Problem war, dass Sie leider nicht genug verkauft haben von diesen Elementen. Es ging eigentlich komplett schief. Angeblich wurden nur so viele Elemente verkauft, dass 3,2 Millionen Euro zusammengekommen sind. Woraufhin der Finanzdirektor gesagt hat, naja, wir machen das jetzt so, wir kaufen jetzt selber wieder mit dem erzielten Geld Elemente zurück, dass wenn die dann teurer werden, dann können sie wieder nochmal teurer verkaufen. Das ist die Logik von 2022. Das Jahrhundert ist aber mit Avantgarde schon gut losgegangen und eines der immer noch, wie ich finde, tollsten Kussdarstellungen ist diese Arbeit hier, die Sie wahrscheinlich nicht so schön sehen können. Ein kleiner Stein von Konstantin Brankusch, gerade mal 20 cm hoch und sieht unglaublich alt aus. Könnte eigentlich 30.000 Jahre alt sein. Hätte nicht viel anders ausgesehen. Wenn Homo sapiens sapiens in der Grotte Chauvet oder in der Vogelherdhöhle schon ein küssendes Paar geschnitzt hätte, dann hätte es vielleicht so ausgesehen. Aber wir kennen das leider nicht. Bisher gibt es keine Ausgrabungen es gibt keine paläontologischen Funde mit küssenden Paaren, das haben wir noch nicht gefunden. Und der erfolgreichste Künstler der Jetztzeit, Banksy, der muss schon die beiden Polizisten rausholen, damit es interessant wird. Schade ist ja nur, dass die Polizisten heute in London nicht mehr so aussehen. Also er benutzt auch ein Motiv, um heute interessant und lustig zu sein, in einer Darstellungsform, die eigentlich schon 30, 40 Jahre alt ist, damit sie gelesen werden kann. Und jetzt sind wir endlich beim zweiten Bild von Jacqueline de Jong. Auch dieses Bild könnte im Prinzip hier in der Ausstellung hängen, wenn wir es hätten ausleihen können. Konnten wir aber nicht. Soll aber hier bedeuten, es gibt noch mehr Bilder von Jacqueline de Jong als die, die Sie hier sehen. Ich nehme es trotzdem deswegen so gerne, weil es so ein Idealbild vorstellt und weil Sie es daran so schön sehen können. Sie sehen diese weiße Figur und die macht so einen leichten Schritt nach vorne. Und vielleicht können Sie auch erkennen, dass es sich hierbei um die weibliche Figur handeln muss. Und diese rote Figur, es ist vielleicht die männliche Figur. Und das Ganze wäre kein Bild von Jacqueline de Jong, weil ein Liebespaar zu malen, das wäre schon ein bisschen arg eingeschränkt von der Idee, weil das Denken ist ja immer nicht nur rot und weiß, sondern es gibt ja immer noch die dritte Möglichkeit. Und deswegen sehen Sie hier dieses grüne Element. Und was könnte das anderes sein als die Liebe selbst? Ne? Das ist ein grünes Monster. Können Sie hier nicht so gut sehen, aber Sie können das Monster auf vielen dieser anderen Bilder sehr gut sehen. Oder das hier zum Beispiel. Sie sehen hier unten die Anspielung auf eine paläolithische Figur, die sehr berühmte Venus von Willendorf. Willendorf ist in der Steiermark, also doch ein bisschen näher an Wien. Das bringt uns wieder zu Gustav Klimt. Aber es ist eben nur eine einzelne Frauengestalt mit sehr großen Brüsten, einem großen Kopf, aber der Kopf hat keine Augen. Interessanterweise aber eine unglaublich tolle Frisur. Und das Bild ziert hier eine Zeitschrift von einem Künstler, der mit der Gruppe Spur liiert war, nämlich Uwe Lausen. Das ist der Künstler, um den es im Heft 2 von Jacqueline de Jong, The Situationist Times, hauptsächlich geht, weil Uwe Lausen wurde gemäß dem Jugendstrafrecht wegen der Verbreitung obszöner Schriften von Bayern angeklagt. Und die Gruppe Spur hatte, wie Sie vielleicht wissen, einen Prozess mit dem Land Bayern
Es war die erste deutsche Künstlergruppe nach dem Zweiten Weltkrieg, die aufgrund von Darstellungen und aufgrund von Verbreitung von Parolen und angeblich lästerlicher Schriften vor Gericht gezogen wurde. Und Uwe Lausen hatte Glück, er wurde nämlich als einziger, weil er so jung war, und damals war die Volljährigkeit ja 21, und deswegen wurde er noch nach dem Jugendstrafrecht verurteilt und musste keine Bewährungsstrafe über sich ergehen lassen. Hätte er aber trotzdem gemacht. Er wollte diese Zeitschrift machen. Und die musste natürlich Mama heißen, und das war natürlich ohnehin schon ein Affront. Und in dieser Zeitschrift sehen wir dann auch ein weiteres Bild, nämlich wieder ein Paar. Künstler, ein Fotograf, Floris Neusüß, riesiges Teil. Und das Interessante, warum ich es hier ausgesucht habe, ist nicht nur, weil es ein Paar ist, sondern weil er als Avantgarde, als Fotokünstler Anfang der 60er Jahre ein sogenanntes Fotogramm macht. Er benutzt also nicht seine Kamera im herkömmlichen Sinne und fotografiert ein Paar, wie noch Ed van der Elsken einige Jahre vorher, sondern er legt zwei Freunde von sich auf ein mit Fotoemulsion präpariertes Papier und belichtet dieses Papier, während die beiden da auf dem Papier liegen. Also, das ist hier schon 1:1. Und darum geht es natürlich in diesem Is This Tomorrow? Wie kommen wir an dieses 1:1 ran? Wie kriegen wir das umgesetzt? Dieses Kunst ist gleich Leben. Wie geht es eigentlich? Und Jacqueline de Jong macht genau diese Fragestellung zu ihrem Thema, aber sie kommt eben zurück in das Spielfeld der Malerei. In den 60er Jahren ist die abstrakte Kunst, oder das, was wir unter abstrakter Kunst verstehen sollen, tatsächlich abstrakte Kunst. Das heißt, wir können eigentlich nicht mehr erkennen, was auf dem Bild dargestellt sein soll. Sie sehen da unter Umständen Striche oder Farbflächen oder nix oder eine Fläche, die so flimmert, dass man nicht richtig weiß, wo man hingucken soll. Dann nennt man das Op-Art. Und Flächen, die flimmern und dass man nicht richtig weiß, wo man hingucken soll, findet Jacqueline de Jong natürlich auch super, aber sie baut es in ihre Bilder ein. Sehen Sie dann hier und auch da, dass hier so eine Silberfolie auftaucht, mitten im Bild, so eine Art Spiegel. Es ist aber eben kein Spiegel. Wir sind noch nicht bei Albert Oehlen. Da klebt noch kein Spiegel im Bild. Da klebt diese Metallfolie im Bild. Und die Metallfolie ist eben auch ein Teil der Wirklichkeit, wirkliche Wirklichkeit, die da ins Bild kommt. Und dafür steht natürlich der ein oder andere Künstler der 60er Jahre ohnehin. Na. Wie entstehen solche Bilder? Wie entstehen solche Kunstwerke, wenn man wirkliche Wirklichkeit ins Bild holen will, aber nicht zeigen will, dass man wirkliche Wirklichkeit ins Bild holt? Wenn man sozusagen eine Rätselebene einzieht, die aber von all denen gelesen werden kann, die in Bildern denken. Das wird 1963 eine extrem wichtige Frage für Jacqueline de Jong, und ihre Zeitschrift The Situationist Times ändert das Programm. Es geht nicht mehr um das Zeitgeschehen, es geht nicht mehr um die Verteidigung von einem tollen Künstler, einer anderen Künstlergruppe, sondern es geht darum, wie gehen wir mit Bildern und Welt um, wie gehen wir mit der Repräsentation von Welt in Bildern um. Und was sie dafür benutzt, ist ein ganz besonderer Trick. Sie kommentiert nämlich Bilder mit Bildern und erklärt damit über den Umraum eines Bildes oder einer größeren Abbildung mit vielen kleinen Abbildungen, erklärt sie, um was es da eigentlich geht auf der Seite. Peter Weibel hat in den 90er Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Kontextkunst. Es war noch nicht so dick, wie er die Bücher heute macht, es war vielleicht nur so dick, aber auch da auf vielen 100 Seiten erklärt er schon, dass sich Bilder eigentlich aus Bildern speisen und dass Bilder immer über Bilderwanderungen und über die Kontextualisierung, also das, was wir dazu wissen müssen, zu diesem Bild, sich selbst erklären.
Da muss kein Erklärer vorne stehen, wie ich das jetzt bin. Also ich erkläre mich jetzt weg. Aber die Hilfestellung, die bleibt. Also wenn Sie einen Salto üben wollen, brauchen Sie für die ersten zwei Sprünge vielleicht noch jemand, der guckt, dass Sie nicht gerade runterkrachen. Aber es gibt auch welche, die können Salto unmittelbar. Bilder kommen von Bildern. Und hier ist diese Venus von Willendorf. Die ist tatsächlich 11 cm groß im Original, also ungefähr so. Und wenn ich es richtig weiß, ist dieses sogar noch nicht mal ein Foto von der Original-Venus von Willendorf, weil die liegt nämlich angeblich irgendwo in einem Staatsarchiv in Wien, weil im Museum, was man sehen kann, ist eh schon nur eine gute Kopie. Und es gibt wahrscheinlich ungefähr so 15.000 1:1 Kopien der Venus von Willendorf auf der Welt heute. Da geht man davon aus. Also wenn Sie die mal angeboten bekommen auf dem Flohmarkt, also 5 Euro würde ich okay finden, alles was drüber geht, muss man dann schon ein echter Liebhaber sein. Interessant ist, dass sich nicht nur Jacqueline de Jong für so eine Figur interessiert, und Jacqueline de Jong sieht natürlich 1963 wirklich ganz anders aus als die Venus von Willendorf. Und überhaupt sehen die Pariser jungen Mädchen 1963 natürlich deutlich anders aus. Lothar Fischer, Gruppe Spur, hat die Chance, eine Eva zu machen und macht dann dieses Objekt hier. Das sieht der Venus von Willendorf schon auch wieder ziemlich ähnlich, hat aber einen Nachteil gegenüber der Venus von Willendorf. Es ist nämlich aus Ton, es geht leicht kaputt, zerbricht auch sehr leicht. Und Lothar Fischer war ja ein schlauer Bildhauer, der das mit der Warengesellschaft schon gut verstanden hat. Der hat da eine Gipsform gemacht und hat gleich gesagt, Freunde, ich mache hier nicht ein Teil, ein Unikat in Ton, weil in Ton hätte man normalerweise ein Unikat gemacht und das gebrannt im Ofen. Und wenn man es bemalen wollte, vielleicht sogar zweimal gebrannt. Und er hat gesagt, das ist ja auch eine super Arbeit. Finden Sie nicht, dass es eine richtig tolle Arbeit ist? Das ist ja total schrecklich für einen Künstler in der Warengesellschaft der frühen 60er Jahre, wenn ich ein Kunstwerk mache und ich habe es nur einmal und jemand kommt und sagt, ich will es haben, dann kann ich es ein zweites Mal nicht verkaufen. Das war Lothar Fischer. Das war ihm klar. Also macht er davon eine Gipsform und heute gehen die harten Spurforscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass wir mindestens 18 Lebzeitabformungen so über die Jahre bekommen haben. Und es geht das Gerücht, dass die letzten hätte er in den 80er Jahren gemacht. Das heißt, eigentlich müsste da stehen 1963, 87. Steht aber nur 63. Weil die ist ja die von 63. Das ist eine Behauptung. Müssen wir nachprüfen. Aber auch diese weiße Frau ist natürlich nicht unmittelbar aus Willendorf nach Paris gefahren, sondern es gibt natürlich auch hier ein Vorbild. Und hier heißt sie Femelle Interplanetaire. Also sie kommt schon von einer ganz anderen Welt. Es ist eigentlich ein Alien. Und der eigenartige Unterschied ist nur, dass diese männliche Erdenfigur, also ihr männliches Pendant, ist die kleine Figur hier unten. Das Bild ist von Asger Jorn und er hat sich da ein klar anderes Größenverhältnis vorgestellt. 57 kannte er Jacqueline de Jong noch nicht. Jacqueline de Jong sagt, sie hätte sich 1957 ein Bild aussuchen dürfen bei Asger Jorn im Atelier zum Geburtstag, mit dem Papa dahin gefahren. Das hat sie sich nicht ausgesucht. Weil Aliens wie Aliens aussehen, das war 1957 noch nicht so richtig verhandelt. Wenn man genau forscht, wie sehen Aliens aus, was für eine Vorstellung haben wir von Marsianern? Wie sehen diese kleinen grünen Männchen eigentlich wirklich aus? Gibt es da überhaupt kleine grüne Männchen? Müssen wir da jetzt bald hin, weil wir hier keinen Platz mehr haben? Müssen wir da siedeln? Wer bringt uns Elon dahin? Also die Fragen hatten wir noch nicht.
Wenn er mich fragen würde, ich würde übrigens nicht mitfliegen wollen. Also nicht, weil ich nicht zum Mars wollte, aber ich wollte nicht mit ihm im Raumschiff sein. Paula Rego, eine Künstlerin aus Portugal, die die Chance hat, nicht nach Paris zu müssen, sondern gleich nach London geht. Warum? In Europa ist in den 60er Jahren London der Platz, wo man eigentlich sein muss, weil Paris ist ja die alte Hauptstadt und London ist die neue Hauptstadt. Und Sie kennen ja unter Umständen auch den Begriff von Swinging London oder von der Carnaby Street. Und die portugiesische Künstlerin Paula Rego malt Mitte der 60er Jahre solche Bilder, auch mit solchen kleinen Monstern drauf. Und wie Jacqueline de Jong gehört sie zu dieser ganz, ganz kleinen Gruppe von Frauen in den 50er, 60er Jahren, die unbeirrt und unabhängig von dem, was die Mainstream-Galerienszene, was die Mainstream-Kunstgeschichte gerade auf dem Tablett hat, versuchen, eine ganz, ganz eigene Bildsprache zu entwickeln. Und wenn Sie die Arbeit von Jacqueline anschauen, aus dem gleichen Jahr, eine aus der Serie der TV-Tekeningen, also der Fernsehzeichnungen, dann sind die Unterschiede da nicht so spielentscheidend. Sie malen beide Stellvertreterfiguren für lesbare Figuren. Also wir sehen hier auf jeden Fall Wesenheiten, die irgendwie unterwegs sind. Bei beiden ist ordentlich Getümmel. Aber sie sind tatsächlich in ihrer Form eher metamorphotische Figuren. Sie sind eher Figuren, die ständig in Verwandlung sind. Es ist nicht ganz klar, wie sie wirklich aussehen. Und das sehen Sie natürlich auch hier wunderbar bei dieser tollen Arbeit. Diese Figuren, die sind zwar als Figuren bestimmt, aber wenn wir dann ins Detail gehen und sagen, naja, wie sieht denn jetzt hier diese Kniesituation eigentlich aus, kommen wir nicht wirklich weiter. Und auch, dass die immer nur 4 Finger haben oder 10, das ist ja auch kein Abzählfehler. Dass sie sich beide wieder um die Straße und den Fernseher kümmern, das muss natürlich so sein, weil es geht ja um die Wirklichkeit, es geht ja um die Realität. Wie bekomme ich diese Realität ins Bild? Und da haben diese Frauen eine ganz, ganz klare Vorstellung, indem sie nämlich sagen, wir beschäftigen uns mit einer zweiten Realität. Das Bild ist die Realität. Und das, was Sie auf dem Bild sehen können, ist die Realität. Und das Entscheidende, sie sieht so aus, wie wir sie malen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, dass nämlich nicht wir als Betrachter festlegen, wie sieht die Realität aus, wie sieht es aus, was wir erkennen, sondern die Künstlerinnen und die Künstler sagen, hey, so sieht eure Wirklichkeit aus. Ihr seht es nur nicht so richtig scharf. Aber natürlich waren diese Künstlerinnen schlau. Kunst kommt ja nicht von Können, sondern Kunst kommt von Kunst. Und was war natürlich unglaublich interessante Kunst Anfang der 60er Jahre in Paris, in London, in New York, in Basel? Die Kunst von Jean Dubuffet. Und dieser Jean Dubuffet, damals schon, heute würde man sagen, ein älterer Mann, Anfang 60, hatte schon 3-mal versucht, Künstler zu werden, hat dann doch lieber die Weinhandlung vom Papa übernommen. Kann ich verstehen, so mit Anfang 40 als Künstler wird es nur so halb gut, mache ich doch lieber in Wein. Er hatte ein bisschen Probleme und musste diese Weinhandlung aufgeben, weil er wollte als besonderer oder spezieller Franzose mit Haltung ab September 1940 nicht unbedingt ins Weingeschäft mit diesen unbeliebten Besatzern einsteigen. Er musste dann diese Weinhandlung abgeben, weil er gesagt hat, ich verkaufe den Wein ja nicht jedem. Anfang der 60er Jahre ändert er seine Bildsprache und kommt interessanterweise auch zu so eigenartigen metamorphotischen Figuren. Und ich zeige Ihnen die jetzt mal so hier im Umriss.
eine Figur und eine zweite Figur. Da oben sind vielleicht die Augen. Und da außenrum ist auch ordentlich was los. Und Sie sehen hier auch diese Schraffuren. Und er nennt diese Serie Lurlup. Das ist ein Kunstname und das bedeutet eigentlich Schwurbel. Nicht fest auf jeden Fall. Das ist nichts, was man festmachen kann. Und wenn ich eine Figur aus lauter Einzelelementen aufbauen kann, die wieder in sich selbst unterschiedliche Elemente bilden, Einheiten, die nicht unbedingt genau bestimmen, was das sein soll, was es hier ist. Jetzt kann man natürlich sagen, das hier ist eine Nase und das hier ist vielleicht ein Mund, aber das Auge hier unten ist ja schon ein bisschen verschoben, das da oben geht raus. Das hier sind die Extremitäten, auch wieder leider nur drei Finger. Auch das kam natürlich irgendwo her. Nur das würde uns jetzt tatsächlich zu weit wegführen. Wir machen ja keine Wochenendveranstaltungen, weil sonst hätte ich jetzt zu Pablo Picasso abbiegen müssen. Das sparen wir uns heute Abend. Wir schauen noch mal kurz auf Paul Arrigo und diesen Himmel, diesen schönen blauen Himmel. Den gibt es noch, die Trennung zwischen der roten Erde und dem Himmel. Und jetzt sind wir wieder bei dem Bild von Jacqueline, was Sie hier hinter der Wand nachher sehen können. Die spielentscheidende Figur vielleicht ist keine Figur, sondern eine Figurenkonstellation. Und diese Konstellationen sind, wenn man genau hinschaut, diese sitzende Figur hier, diese rote, auch wieder eine rote Figur und diese weiße Figur hier, diese Frauenfigur. Die hat hier oben so braun-rötliche Haare, hier sieht man zwei blaue Augen, hier sieht man einen Mund, hier sieht man wieder Extremitäten, an der Stelle treffen sie sich. Aber die besondere Gier von diesen beiden Augen ist natürlich auf die Brustwarze der weißen Frau gerichtet, hier in der Mitte. Interessanterweise ist es übrigens fast die Schnitt, wenn Sie so zwei Diagonalen ziehen, Freunde, die Kompositionsschemata lieben, denen gehen dann immer, das geht das Herz auf. Ich kenne noch Kunsthistoriker, die sind heute 104, die sagen, was ein tolles Kompositionsschema. Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Bild, es gehört zu den berühmtesten Bildern. Und wenn Sie heute mit Google Bildersuche Kuss eingeben, kriegen Sie dieses Foto. Robert Doisneau, späte 40er Jahre in Paris. Und schon kurz nachdem dieses Foto gemacht wurde, nämlich nach der Befreiung von Paris, gibt es einen Fotografen in USA, in New York, der macht dieses Foto, was sozusagen wie die Stabübergabe von Paris nach New York eigentlich funktioniert. Und der Matrose hier, der Leichtmatrose, ist vor ein paar Jahren gestorben. Und auch mit der die Frau hat man auch identifiziert. Sie hat zumindest vor wenigen Jahren noch gelebt und sie wurde, glaube ich, interviewt, so 2011, 12, 13, war schon über 80 und hat gesagt, also was ich jetzt mal ganz klar und deutlich sagen muss, ich kenne den Typen überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich ein weltberühmtes Foto und einen Kuss mit, also ich kenne ihn echt nicht. Und jetzt will ich ihn auch nicht mehr kennenlernen. Auch das ist verständlich. Ed van der Elsken macht hier noch ein Bild, was Jacqueline de Jong natürlich kennt. In diesem berühmten Buch, Liebe in Saint-Germain-des-Prés, gibt es diese tanzende Frauenfigur in dieser Wendung. Und es gibt aber zu der Zeit, und das muss man auch unbedingt mit ins Kalkül ziehen, es gibt... Das kann man sich heute ganz schwer vorstellen, also abgesehen davon, dass sowieso alle Bilder in den Magazinen schwarz-weiß sind, also es gibt diese farbigen Bilder da gar nicht in den Magazinen, gibt es unendlich viele solche Fotos, also so Pseudodokumentarfotos, also das, was wir heute im Fernsehen schon jetzt seit 20 Jahren kennen, diese sogenannten Documentaries, wo man uns also komplett konstruierte Geschichten als pseudo-echt anbietet und es gleichzeitig aber natürlich die Vereinbarung gibt, die wir zwar nicht ausgesprochen, aber eigentlich wissen wir alle, dass alles, was wir da sehen, sowieso gecastet und gekauft und gefaked und die Frau diesen Bauer nun echt nicht will und der Bauer gar kein Bauer ist und die Frau eigentlich eine Softwarefirma in
Tegernsee leitet. Aber ich brauche die 65.000 Euro für die Folge, insofern machen wir das. Das ist die Realität, die da ins Bild muss. Wie sehen diese Bilder tatsächlich aus? Wie sehen die Bilder aus, die wir heute von einem Rencontre accidentell finden, wenn wir das im Internet eingeben? Sie sehen das hier im Internet. Da hinten sehen Sie so ein verquetschtes Auto und hier vorne so eine Situation hier mit einer Frau und einem Mann-Typen, der ihr so irgendwie hilft. Wenn man aber genauer hinguckt, sieht man, da ist gar nichts passiert. Das ist ein komplett gestelltes Bild. Und wenn man nochmal genauer hinguckt, dann sieht man, dass das sogar eine Großfotogeschichte ist, die hier ausgeschnitten wurde und aber unheimlich tricky dahin montiert. Es ist nicht die Wirklichkeit, die uns aber als Wirklichkeit serviert wird. Es ist nicht mehr Wirklichkeit auf diesem Bild wie auf diesem Bild. Dieses Bild habe ich übrigens hier ausgesucht, weil es auch ein Bild ist, was wir leider hier nicht zeigen können, weil es nämlich in der Dauerausstellung vom Stedelijk Museum in Amsterdam hängt und da müssen Sie natürlich alle hin. Das Stedelijk Museum in Amsterdam ist eigentlich sowas wie die Erweiterung vom Kunstmuseum Ravensburg mit anderen Mitteln. Jacqueline de Jong ist natürlich nicht die einzige Künstlerin, die sich mit diesen Versuchsfeldern und diesen Zusammentreffen, die so zufällig erscheinen, auseinandersetzt. Es gibt eine Gruppe von Künstlern im Umfeld der Pariser Situation, das ist einmal Bernard Ransillac. Sie sehen hier zum Beispiel auch so ein eigenartiges Gesicht am Rand, was so die Zähne zeigt, mit diesen beiden Augen, die uns so anschauen. Und das ist hier auch ja ein ordentliches Getümmel und Gewühle. Aber interessant ist das Bild vor allem deshalb, weil die rote Figur diese Zähne zeigt und diese Augen. Und das, was wir als weiße Figur lesen können, die so nach unten hängt, ist eindeutig eine Frauenfigur. Also selbst, dass die Frauenfigur weiß ist und die männliche Figur rot ist, ist kein Zufall, sondern das ist eigentlich ein Standard. Das würden wir dem Bild von Jacqueline de Jong auf den ersten Blick gar nicht unterstellen und auch gar nicht zutrauen, dass es da eine eigenartige Vereinbarung gibt, mit welcher Farbigkeit hier männlich, weiblich in so einem Bild konnotiert wird. Und dieses Bild ist auch aus der gleichen Zeit, 63. Es gibt ganz wenige Bilder von Pariser Straßensituationen in den 60er Jahren, die farbig sind. Da muss man schon ordentlich suchen. In Zeitschriften finden Sie die nicht, da kann man alles Mögliche versuchen. Ich habe glücklicherweise eines gefunden und da sieht man so ein bisschen das Getümmel. Man sieht aber nicht so sehr auch diese Situation mit diesen Autos. Also diese Autos fahren in Schlange im Schrittverkehr durch die Rue Guénégaud oder auch den Boulevard Saint-Germain. Also das geht langsam. Es war, so haben es mir die älteren Künstler erzählt, es war deutlich langsamer wie heute. Und zwar einfach, weil man ja winken musste und mit den Menschen sprechen und dann musste man kurz anhalten und dann kam jemand ans Auto. Und also da ist man nicht ausgestiegen, um mit jemandem zu sprechen, der da am Tischchen saß, sondern der ist dann aufgestanden und die anderen haben auch nicht gleich gehupt, weil die kannten natürlich auch jemanden, der zwei Tischchen weiter saß und so. Also das Ganze war doch relativ entspannt an so einem, ja von morgens um 10 bis mittags um 5 saß man da dann schon mal mit einer oder zwei, maximal zwei Grand Crème hat man den Tag da schon überstanden. Das Ideal war natürlich dieses. Das Ideal des Kusses war ganz eindeutig Popeye. Popeye kam in den 60er Jahren, das war der Comic, den Sie als junge Menschen in Paris der 60er Jahre so richtig amerikanisch interessant fanden. Und dieser Seemann, sehen Sie ihn hier, das ist diese Spinatgeschichte, das kennen Sie ja. Also der hat hier, da ist hier Olive Oil, die hat schwarze Haare. Und interessant ist, dass sie ein rotes
eine rote Bluse anhat. Aber Popeye hat auch große Oberarme, da kann man die Farbe dann schon hergeben. Ein Künstler, der für Jacqueline de Jong sehr, sehr wichtig war und den sie sehr geschätzt hat und den sie sozusagen als noch krasseres Selbst, so hat sie es gesagt, erkannt hatte, war Peter Saul. Peter Saul war ein Amerikaner in Paris und Peter Saul hatte wahnsinnig Glück. Er hat nämlich bei einem seiner ersten Cafébesuche in Paris trifft er Roberto Matta. Roberto Matta ist da schon ein super Surrealist, den alle kennen. Und Roberto Matta kennt natürlich Top-Galeristen. Und Peter Saul zeigt ihm solche Zeichnungen. Und dann kommt ein anderer Amerikaner und der sagt, ja, der macht tolle Arbeiten und wie das dann so geht. Und in den frühen 60er Jahren war das möglich, dass innerhalb von 3-4 Wochen konnte da so eine Künstlerkarriere praktisch start from scratch. 4 Wochen vorher wusste Peter Saul noch nicht mal, dass er Künstler werden will. Und 5 Wochen später hat er schon seine erste Ausstellung in der Galerie Rief Gauche und Alan Frumkin hat 20 Leinwände bestellt, um sie 6 Wochen später auszustellen. Das wird jetzt, glaube ich, ganz schwierig, weil Sie es, glaube ich, nur ganz schwer erkennen können. Oder? Geht es so ein bisschen? Nicht so richtig. Also jetzt kommen wir eher in den Bereich, dass Sie mir anfangen müssen zu glauben, bevor Sie es dann wieder nicht glauben. Also was ich Ihnen eigentlich zeigen will, ist, dass es hier ein großes Querformat gibt und dass wir hier vorne eine Figur haben, die auf der Unterkante des Bildes sitzt. Genau da, wo die Figur im Bild von Jacqueline de Jong sitzt. Und was ich Ihnen eigentlich zeigen will, ist eben, dass Bilder von Bildern kommen und Kunst von Kunst und dass das, was Sie hier sehen, eine Umraumgeschichte hat, die wir als Künstlerinnen und Künstler natürlich nicht offenlegen. Die Tricks of the Trade legen wir nicht offen. Dann würden Sie ja alles erkennen können, dann wüssten Sie, was wir machen. Dann wüssten Sie die ganzen kleinen Gemeinheiten und Anspielungen und Betrügereien und Piraterien und alles, was wir da so uns mit den Jahren drauf schaffen, damit wir irgendwie durchhalten ein paar Jahre. Und es gibt einen ganz besonderen Trick, wenn man gefragt wird als junge Künstlerin oder junge Künstler, und das ist heute noch genauso, und es gibt Kollegen wie Daniel Richter, die machen das exzellent, wenn Sie Daniel Richter fragen, was sind deine Vorbilder, an was orientierst du dich, dann zählt er Ihnen fröhlich eine ganze Reihe auf. Da sind dann auch 2 dabei, die Sie nicht kennen. Zum Beispiel Chet Bilbo, davon haben Sie eigentlich noch nie gehört. Da muss man schon ordentlich gucken, bis man weiß, wer das ist. Aber er wird nie sagen, an was er sich tatsächlich orientiert. Warum sollte er das tun? Es gibt ja genug, an denen man sich so ein bisschen orientiert. Und wir orientieren uns natürlich alle, weil wir sind ja Bildermenschen. Und dass eine junge Künstlerin 1964-65 sich Francisco Goya anschaut und dann auch noch die dunkelsten, grausigsten Bilder, die er gemalt hat, da war er nämlich schon blind. Das war Beethoven. Beethoven war so verliebt, weil er ja blind war, dass er immer gedacht hatte, er wäre ein Maler. Wir wissen noch nicht mal, wann genau Goya diese Bilder gemalt hat, aber man geht davon aus, es war so zwischen 1824 und 1886 und er malt sie in einem ganz besonderen Haus. Sie wurden dort in den 1870er Jahren abgenommen, sind heute im Prado und auch diese Reise kann ich Ihnen natürlich nur empfehlen, wenn Sie sie nicht sowieso schon gesehen haben. Sie sind dort im Prado in einem Seitenraum auch an den Wänden in der gleichen Reihenfolge angeordnet, wie man sie in dieser Quinta del Sordo gefunden hat. Der Sohn von Goya hat sie abnehmen lassen und hat sie verkauft. Es waren damals schwarze, schwer verkäufliche Bilder, aber Goya war schon so ein berühmter und wichtiger Künstler, dass das durchaus möglich war. Diese Figur, die er hier vor diese Menschenmenge, vor diese Rush-Hour malt, ist tatsächlich
so eine Art Pan, so eine Art Geißbock, würde man vielleicht sagen. Und wenn man ganz sich weit aus dem Balkon lehnen will, sagt man, das ist eine Teufelsfigur. Und die sitzt aber hier eben an der Unterkante und die sitzt in dem Format genauso wie diese rote Figur hier von Jacqueline de Jong. Da kommt sie nicht vor. Wenn man jetzt diesen Ausschnitt wiederum anschaut und sich nur um diese Figur kümmert, wie sie da so unten aufsitzt, so als Halbfigur mit diesem aufgesperrten Maul und diesem Spitzbart, und man schaut ein bisschen, was ist das für ein Topos, warum ist der Anfang der 60er Jahre auf einmal interessant und warum fällt Jacqueline de Jong dieses Bild auf in einem Goya-Buch, was ihr in die Hände fällt. Das hätten ja auch ein Dutzend andere Goya-Bilder sein können. Aber warum ist es genau dieses? Und dann sieht man, dass zum Beispiel ein ganz wichtiges Bild von Pierre Alechinski, der damals noch ein junger Künstler ist, Anfang 30, das Bild heißt Non Coupable, zeigt auch eine Halbfigur mit so einem aufgesperrten Mund, und hier oben sind die Augen, die da so auch an dem Bildrand sitzt. Aber noch viel entscheidender ist dieses Bild, das ist ein Filmstill aus dem Film von Jacques Rivette. Und das Interessante ist, ich hoffe, Sie können das sehen, weil das ist wirklich unglaublich, diese kleinen, ups. Das ist ein bisschen Vergrößerung hier hinten. Sehen Sie lauter kleine Zeichnungen an der Wand mit einer Figur, die so zwei Punkte hat und diese aufgerissenen Zähne, diese Zahnreihe. Und da oben gibt es welche, die gucken alle in diese Richtung und die unteren schauen alle in diese Richtung. Also wir haben hier so eine Bewegung in dieser Kopffigur, die sehr, sehr ähnlich dieser Kopffigur ist. Und diese Figur hier ist Betty Schneider, das ist die Hauptschauspielerin, die Hauptdarstellerin in dem Film von Rivette, die 1961 in die Kinos kommt. Was von heute aus interessant ist, und was natürlich Jacqueline de Jong unglaublich gefreut hat und wo ich selber überrascht war in den USA, als wir dort ausgestellt haben, dass es da einige Besucher gab, die gesagt haben, wow, she's painting like Jean-Michel. Sie wussten am Anfang gar nicht, von was sie sprechen. Sie meinten aber natürlich Bastiat, weil das denen auch zeitlich nicht so ganz klar war. Wir gehen vielleicht da nochmal hin, weil das kennt sie von dem respektive hier von unserem Katalogumschlag. Es ist ein Bild aus den 90er Jahren und Sie sehen dort ein weiteres Motiv, nämlich die Situation von wiederum zwei Figuren, einer roten männlichen Figur und einer weißen Figur, einer nicht unbedingt weiblichen Figur, aber doch einer weiß markierten Figur, die so eine skelettartige Struktur hat. Das Ganze ist auch wieder kein direktes Paarbild oder nicht nur ein Paarbild, aber doch schon sehr deutlich. Und sie zitiert einen weiteren Topos, den wir aus der Malerei kennen, nämlich die Beziehung von einer Figur, dem Künstler und einem Skelett. Und das ist natürlich eine doppelte Schlaufe, weil man nämlich nicht nur eine Selbstbefragung des Künstlers hat, der hier uns Lovis Corinth anschaut, sondern der Künstler schaut sozusagen sich selbst an, aber als Tod, und er zeigt uns den Tod als Künstler, als sich selbst. Also es ist so eine Art doppelte Dreifachvorstellung und wir sind im Prinzip der Spiegel, der sich das angucken muss. Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es einen mexikanischen Künstler, der heißt José Posada, und der entwickelt eine besondere Hauptfigur in seinen Holzschnitt-Comics, und das ist quasi wie so ein lustiger Tod, und es ist ein lustiger weiblicher Tod. Es ist so eine Figur, die dieser Figur von Jacqueline de Jong von der Ausstattung her relativ nahe kommt. Und wir haben ein weiteres Motiv in dem Bild von diesen vielen Motivmöglichkeiten, die wir untersuchen könnten. Das ist nämlich diese rote Zunge. Das ist ja ein Hauptmotiv in dem Bild von Jacqueline de Jong. Und die rote Zunge, die kennen wir natürlich
als Brand von den Rolling Stones. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie lange verwenden die Rolling Stones schon diese Zunge? Schon lange, oder? Ja, Mick Jagger verwendet diese Zunge ab 66, 67. Vorher habe ich keine Fotos gefunden von Mick Jagger mit rausgestreckter Zunge. Danach schon. Davor war das noch nicht fotowürdig oder fotomöglich. Vielleicht gab es die Bilder ja, aber vielleicht wären sie bis heute auch schon aufgetaucht. Ich habe auch mit 3 harten Stones-Fans gesprochen, die alle deutlich älter sind als ich und das schon viele Jahre länger verfolgen. Die haben alle gesagt, das ist das erste Bild mit Zunge, vorher kennen wir keins. Dieses Logo erscheint erst in den 70er Jahren. Und für Freunde der Künstlergruppe Cobra und in der Fragestellung, woher Bilder von Bildern kommen, ist es natürlich toll, dass so ein internationales Nischenmagazin wie die Zeitschrift der Gruppe Cobra in ihrer Nummer 4 schon dieses Bild hier featured, mit dieser rausgestreckten Zunge. Und es ist tatsächlich von einem Künstler gemacht, den sie eigentlich gar nicht so toll fanden, nämlich von Wilhelm Freddy. Aber Wilhelm Freddy war Däne und deswegen kannte Asger Jorn natürlich dieses Bild von Wilhelm Freddy. Und Wilhelm Freddy hat nach eigener Aussage eine Freundin aufgenommen. Und als Corneille, ein weiteres Mitglied der Cobra, da ist Cobra schon lange vorbei und eigentlich nur noch ein Traum von vorgestern, also this was tomorrow, da koloriert er diese Zunge so rot und markiert hier diese Zeit, wie lange das gedauert hat und diesen heroischen 3-4 Jahre, wo sie diese Künstlergruppe produziert haben. Und es ist nur deshalb hier von Belang, nicht weil ich behaupten will, dass Jacqueline de Jong sich auf diese Zunge hier bezieht oder auf diese Zunge bezieht, sondern weil es Motivelemente gibt, und das finden Sie in all diesen Bildern, die natürlich ihre eigenen Geschichten mitbringen und die da nicht ganz so zufällig auftauchen, sondern die vor allem deshalb auftauchen, weil sie Geschichten mitbringen. Und weil sie Geschichten mitbringen, die über Jahrzehnte springen, weil das die Geschichten sind, die diese Künstlerin tatsächlich bis heute bearbeitet und interessiert. Und wenn Sie diese Arbeit hier aus den Mitte 60er Jahren sehen, den Lobgraf, und Sie machen sich den Spaß und schneiden das Bild durch, was ich darf, kannst du durchschneiden, wenn du willst. Und Sie drehen das eine um 180 Grad und Sie schauen sich diese Figur an, ist die auch schon 30 Jahre alt, wenn sie hier wieder auftaucht. Und dass diese weiße Frau, diesen Typ hier mit der Kappe und diesen Augen, den kennen wir ja auch schon. Also jetzt gucken Sie sich das Blau noch an, selbst in diesen schlechten Scans, sind nicht die guten Scans im Buch, sondern meine schlechten. Und damit es jetzt richtig krass wird und man mir nicht unterstellen kann, dass ich die Stones besser als die Beatles finde, was ich natürlich tue. Diese jungen Menschen aus Liverpool, 1964, ist das das Hauptfoto, das Marketing raushaut von den Jungs aus Liverpool. Da haben die so gestreifte Hemdchen an und bilden so eine Pyramide so lustig am Strand von Brighton. Und es geht dann nicht mehr lange, dass hier diese Streifen auftauchen. Noch interessanter ist aber, dass diese komische Pyramide, die hier gebaut wird, die taucht natürlich auch immer wieder auf. Und was für Bilder wir da eigentlich, mit was für Bildern wir es da zu tun haben, das möchte ich Ihnen hier andeuten, dass natürlich diese Geschichte mit diesen 4 Typen, die mit so gestreiften Leibchen antreten, der Zöllner Rousseau, oder? Das ist so Jahrhundertwende. Und die haben da so gestreifte Leibchen an und spielen Ball.
Und hier gibt es auch wieder diese gestreiften Leibchen bei Jacqueline de Jong. Das ist dann schon ein bisschen später als die Beatles. Aber Sie sehen vor allem auch zum Beispiel, dass diese grün-rote also gab es die letzten Jahre nicht so zu kaufen, diese grün-roten Hemdchen. Könnte man vielleicht mal wieder, aber hier. George Harrison in grün. Das ist Apache. Apache hat hier auch einen amerikanischen Independent Artist. Da gibt es hier so einen Streifen im Bikini mit Stars and Stripes. Und Janine, das ist persönlich nicht bekannt, sie hat auch so Stockings an, auch mit Streifen. Und ich habe mir sagen lassen, das kennen vielleicht einige Jüngere von Ihnen besser, Where's Wally? Figur. In der amerikanischen sind so Art Wimmelbilder, sagt man, glaube ich. Und die Menschen haben da unheimlich Spaß dran, so Umzüge zu machen mit so aufgeblasenen Plastikpuppen mit Wally. Das ist der Schluss. Wir sehen hier vier Bilder. Einmal wieder ein Bild aus der Serie von Goya. Es heißt Saturn frisst seinen Sohn. Die avancierten Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen haben sich in den 2010er Jahren über 3 Jahre in allen möglichen Gazetten, im Burlington Magazine und in anderen, haben sie sich seitenweise darüber ausgetauscht, ob jetzt nun dieser weiße Körper, dieser weißen Figur eher eine männliche Figur mit einem abgebissenen Kopf darstellt oder eine weibliche Figur. Weil dann würde es ja mit dem Titel Saturn frisst seinen Sohn nicht so richtig passen. Ohnehin würde ich aber sagen, ist die Fragestellung ja die, dass dieser Icho, dass der nicht aussieht wie ein 10-jähriger Bub. Also die Frage enthebt sich dann sowieso ein bisschen, ob das, welchem Geschlecht dieser Sohn da nun angehört, weil er das eh nicht mehr erlebt, so richtig. Interessant ist aber, dass dieses Bild nicht nur eine Fortsetzung findet in dieser Papierarbeit von Jacqueline de Jong aus dem Jahr 2013, sondern dass dieses Motiv dieser Situation, dass eine Figur in einer Hand gefangen oder gehalten ist, verschiedenste Bedeutung haben kann. Das kann ein Zugriff sein, das kann ein Zugriff gegen die Figur sein, es kann aber auch ein Zugriff für die Figur sein. Und dieses Zugriff für die Figur, das können Sie sehen, wenn Sie die Vergrößerung von diesem King Kong angucken. Also hier ist die weiße Frau, und bei King Kong heißt es ja auch King Kong und die weiße Frau, auch da ist die Frau wieder weiß. Hier hat sie lustigerweise ein rotes Kleid an. Liegt aber daran, dass das ein Plakat ist aus den 40er Jahren, da war das unmöglich, das Plakat hätte keine Zensur überstanden, wenn die Frauenfigur kein Kleid angehabt hätte. Und Sie sehen hier nebendran diesen Ausschnitt aus dem Goya, da ist ganz klar, der Zugriff ist da geht es nicht ums Überleben, da geht es nicht ums Geborgensein. Und hier in der Hand von Jacqueline de Jong hat die Figur die Arme ausgestreckt, nach oben. Die will da eigentlich raus aus dieser Hand. Ne? Auch dieser Zugriff ist heftig. Und wir können durch diese Konnotation, das können Sie jetzt vielleicht in der Vergrößerung ein bisschen sehen, hier haben wir eine verschleierte Frauenfigur mit einem weißen Schleier und noch weitere Menschen, die hier so nach hinten aus dem Bild kommen. Das ist auf jeden Fall eine bedrohliche Situation. Und was Jacqueline de Jong aber vor allem auch markiert, ist, dass diese Figur, die diese Figur hier hält, wo die noch weg will, das ist natürlich ein Tod und es ist ein lachender Tod.
Und es geht hier nicht darum, dass diese Figur tatsächlich so wahnsinnig viel Chance auf Rettung hat. Es ist eigentlich schon vorbei. Und wenn Sie dann schauen, dass wir hier als Datum 2013 stehen haben, dann haben wir hier nicht die Situation von 2015, auf die jetzt immer wieder zurückgekommen wird, wo man sagt, die berühmten drei Worte, wir schaffen das, sondern Jacqueline Dion malt hier schon 2013 ein sehr anklagendes Bild, und es war sehr schwierig, ganze Ausstellungen von Jacqueline Dion in Galerien zu zeigen, in der sie die Besucher nur mit solcher Art von Bildern konfrontiert hat. Das ist schwierig. Das macht nicht jeder und das macht nicht jede. Und es zeigt, dass dieser lange Weg, und dieses Bild hier oben kommt aus 1956, und es ist die Ausstellung This is Tomorrow von Richard Hamilton. Und auch da sehen wir so eine Zukunftsfigur. Wir sehen da so einen Roboter, der eine weiße Frau, und die ist gar nicht so anders wie die hier von King Kong, die hat halt ein gelbes Gewand an. Aber er trägt sie wie eine Pietà. Also er trägt sie, die ist vielleicht auch schon tot. Und in was für eine Zukunft trägt er sie denn in diesem This is Tomorrow? Das ist der Startpunkt. Das ist die Bilderwelt, mit der Jacqueline de Jong anfängt. Und das ist die Bilderwelt. King Kong ist ein Film aus den 30er Jahren. Das ist ein Film, der vor dem Zweiten Weltkrieg gedreht wurde. Das ist ein Film als Quinta del Sordo, durchaus als Film einer der ersten Sequenzen, die man heute als filmische Malerei begreift, wo man praktisch die Geschichte ablaufen kann, wie in einer kinoartigen Sequenz in diesem Haus. Und das malt Goya unmittelbar nach den Napoleonischen Kriegen. Das heißt, die Aktualität und die Fragestellung, wie gehen wir denn mit Realität in Bildern um, die hat Jacqueline Dion in diesen doch mehr als 60 Jahren einfach nicht aufgegeben. Sie zeigt uns immer noch die Realität, die sie sieht und die wir vielleicht nicht so sehen und vielleicht auch nicht so sehen wollen, aber sie ist da völlig gnadenlos und unmittelbar. Und wenn wir genau aufpassen, sehen wir, dass in diesen Bildern mehr Aktualität steckt, als wir uns eigentlich wünschen können. Vielen Dank.